Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es wieder ein Resteverwertungsvideo und zwar gibt es bei uns so eine Art Bauernfrühstück und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das Bauernfrühstück verwende ich 2 Rindswürste, die hatte ich noch im Kühlschrank. Dann habe ich hier noch den Rest von den Salzkartoffeln gestern Abend, das sind ungefähr 500 Gramm. Dann benutze ich 3 Eier, eine Zwiebel, ein bisschen Butter, Petersilie, Salz, Pfeffer und zum Schluss zur Deko noch Gewürzgurken. Und dann können wir auch gleich loslegen. So, als erstes nehme ich ein bisschen Butter und bringe die zum Schmelzen. Dazu gebe ich jetzt die Kartoffeln. Das sind ungefähr 500 Gramm. Und da kommen auch gleich die Zwiebeln zu. Ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Die Rindswürste habe ich halbiert und dann in Scheiben geschnitten und die tue ich jetzt auch zu den Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln sehen jetzt schon richtig gut aus und die Würstchen sind auch schon richtig lecker. Und jetzt habe ich hier die 3 Eier, die habe ich aufgeschlagen und da kommt jetzt die Petersilie rein. Und noch ein bisschen Salz, Pfeffer, das würzig und rührt es gut um und dann kommt es auf die Bratkartoffeln. Ich rühre das Bauernfrühstück jetzt nur noch ganz wenig um. Eher so, ihr könnt es so umdrehen. Jeder macht es ja so auf seine Art. Ursprünglich ist es so, dass es wie so ein Omelett ist und dann rübergeklappt wird, aber das werde ich heute nicht machen. Und deswegen rühre ich so ein bisschen um. So, das war's auch schon. Ist jetzt fertig und jetzt kann ich servieren. Das Bauernfrühstück ist total lecker geworden und es duftet hier auch unglaublich gut. Probiert es unbedingt mal aus. Es ist total lecker und ist ein richtiges Wohlfühlessen. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.